Für Srila Baladev Vidyabhushana, der uns den Govinda Bhashya Kommentar zur Vedanta Philosophie gab. Inhaltsverzeichnis. Geschichtlicher Hintergrund der Bhagavad Gita. Vorwort. Einleitung. Erstes Kapitel. Die Heere auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra. Während sich die feindlichen Heere gegenüberstehen, erblickt Arjuna, der mächtige Krieger, in beiden Armeen seine nahen Verwandten, seine Lehrer und Freunde, bereit in der Schlacht ihr Leben zu lassen. Von Trauer und Mitgefühl überwältigt, schwinden Arjuna die Kräfte und in seiner Verwirrung entschließt er sich, nicht zu kämpfen. Zweites Kapitel. Zusammenfassung des Inhalts der Gita. Arjuna wird Sri Krishnas Schüler und bittet um Unterweisung. Krishna erklärt Arjuna den grundlegenden Unterschied zwischen dem vergänglichen materiellen Körper und der ewigen spirituellen Seele. Er beschreibt den Vorgang der Seelenwanderung, das Wesen selbstlosen Dienstes zum Höchsten und die Merkmale eines selbstverwirklichten Menschen. Drittes Kapitel: Karma Yoga. Jeder in der materiellen Welt muss irgendeiner Beschäftigung nachgehen. Doch Handlungen können einen entweder an die Welt binden oder von ihr befreien. Wenn man zur Freude des Höchsten handelt, ohne selbstische Motive, kann man vom Gesetz des Karma, Aktion und Reaktion befreit werden und transzendentales Wissen vom Selbst und dem Höchsten erlangen. Viertes Kapitel: Transzendentales Wissen. Transzendentales Wissen, das spirituelle Wissen über die Seele, Gott und ihre gegenseitige Beziehung, wirkt läuternd und befreiend und klärt alle Fragen über Handeln und Nichthandeln. Solches Wissen ist die reife Frucht aller Mystik. Der Herr erklärt die Geschichte der Gita, den Zweck und die Bedeutung seines regelmäßigen Erscheinens in der materiellen Welt, sowie die Notwendigkeit, sich an einen Guru, einen selbstverwirklichten Lehrer zu wenden. Fünftes Kapitel: Karma Yoga, Handeln im Krishna-Bewusstsein. In der materiellen Welt tätig zu sein bedeutet Verstrickung. Ist Entsagung allen Handelns oder Handeln in Hingabe das Mittel, davon frei zu werden? Krishna erklärt, dass beide Pfade zu Befreiung führen, aber weist mit Nachdruck darauf hin, dass hingebungsvoller Dienst, Karma-Yoga, bloßer Entsagung übergeordnet ist. Der Weise, der in göttlichem Bewusstsein handelt, wird von seinen Tätigkeiten nie gebunden, sondern erlangt allumfassende Erleuchtung und Loslösung von der Materie. Da er im Innern Freude erfährt, sucht er sein Glück nicht in materieller Sinnenbefriedigung. Und er erreicht wahren Frieden, da er Krishna als den höchsten Genießer, Besitzer und Freund erkannt hat. Sechstes Kapitel: Dhyana Yoga. Durch Ashtanga Yoga, einen mechanischen Vorgang der Meditation, lernt man, den Geist und die Sinne zu beherrschen und alle Aufmerksamkeit auf den Paramatma, die Überseele, die Form des Herrn im Herzen zu richten. Dieser Vorgang gipfelt in Samadhi, vollkommener Konzentration auf den Höchsten. Siebtes Kapitel: Wissen vom Absoluten. Sri Krishna ist die höchste Wahrheit, die höchste Ursache und die Kraft, die alles erhält, sowohl die spirituelle als auch die materielle Natur. Fortgeschrittene Seelen ergeben sich ihm in Hingabe, wohingegen materialistische Menschen ihre Aufmerksamkeit auf andere Ziele der Verehrung richten. Achtes Kapitel: Wie man den Höchsten erreicht. Das materielle Universum mit allen Lebewesen wird in Zyklen erschaffen und aufgelöst. Doch wenn man sich während seines Lebens an Krishna erinnert, ganz besonders zum Zeitpunkt des Todes, kann man in das höchste Reich gelangen, das jenseits dieser vergänglichen materiellen Welt liegt. Neuntes Kapitel: Das vertraulichste Wissen. Der Höchste ist in der materiellen Schöpfung immanent gegenwärtig und gleichzeitig behält er seine transzendentale Stellung bei.
Die Mahatmas erkennen die wahre Natur des Höchsten und beschäftigen sich in reiner Hingabe in Bhakti-Yoga. 10. Kapitel: Die Füllen des Absoluten. Alle wunderbaren Phänomene dieser Welt, die Macht, Schönheit, Größe oder Erhabenheit aufweisen, sind nichts als der Teilmanifestation von Krishnas göttlichen Energien und Füllen. 10. Kapitel: Die Füllen des Absoluten. Alle wunderbaren Phänomene dieser Welt, die Macht, Schönheit, Größe oder Erhabenheit aufweisen, sind nichts weiter als Teilmanifestationen von Krishnas göttlichen Energien und Füllen. Als die höchste Ursache aller Ursachen und die Stütze und Essenz von allem ist Krishna für alle Lebewesen das höchste Ziel der Verehrung. 11. Kapitel: Die universale Form. Sri Krishna gewährt Arjuna göttliche Sicht und offenbart ihm seine ehrfurchtgebietende universale Form. So beweist er eindeutig, dass er der Schöpfer und höchste Beherrscher des Universums ist. Krishna erklärt, dass seine persönliche Form die ursprüngliche Form Gottes ist. Man kann diese Form nur durch hingebungsvollen Dienst wahrnehmen. 12. Kapitel: Hingebungsvoller Dienst. Sri Krishna erklärt die verschiedenen Stufen des Fortschritts im spirituellen Leben, von denen reiner hingebungsvoller Dienst in ununterbrochener Meditation über Krishna die höchste ist. Diejenigen, die diesem vollkommenen Pfad folgen, entwickeln göttliche Eigenschaften und sind Krishna sehr lieb. 13. Kapitel: Natur, Genießer und Bewusstsein. Wer den Unterschied zwischen dem Körper und der Seele sowie der Überseele versteht, erlangt Befreiung von der materiellen Welt. 14. Kapitel: Die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Alle verkörperten Seelen unterstehen dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur: Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Sri Krishna erklärt, was diese Erscheinungsweisen sind, wie sie auf den Menschen einwirken, wie man sie transzendieren kann und was die Merkmale eines Menschen sind, der von ihnen nicht mehr beeinflusst wird. 15. Kapitel: Der Yoga der höchsten Person. Die materielle Welt wird mit einem Banyanbaum verglichen, in den das bedingte Lebewesen endlos verstrickt ist. Das letztliche Ziel des vedischen Wissens besteht darin, sich von der Verstrickung in die materielle Welt zu lösen und Sri Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes anzuerkennen. 16. Kapitel: Die göttlichen und die dämonischen Eigenschaften. Menschen mit dämonischen Eigenschaften, die ein launenhaftes Leben führen, ohne den Anweisungen der Schriften zu folgen, sinken in niedere Lebensformen ab und bleiben so an das materielle Dasein gebunden. Menschen mit göttlichen Eigenschaften hingegen, die ein reguliertes Leben führen und sich an die Autorität der Schriften halten, erreichen die spirituelle Vollkommenheit. 17. Kapitel: Die verschiedenen Arten des Glaubens. Entsprechend den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur gibt es auch drei Arten des Glaubens: der Verehrung, der Nahrung, des Opfers, der Enthaltung und Buße und der Wohltätigkeit. Wenn diese Tätigkeiten für den Höchsten, Om Tat Sat, ausgeführt werden, werden sie zu spirituellen Tätigkeiten. 18. Kapitel: Schlussfolgerung, die Vollkommenheit der Entsagung. Krishna erklärt die Bedeutung von Entsagung sowie die Auswirkung der Erscheinungsweisen der Natur auf das Bewusstsein und die Handlungsweise des Menschen. Er beschreibt die Pflichten der Menschen sowie die Brahma-Bhuta-Stufe der Selbstverwirklichung und die letztliche Schlussfolgerung der Gita. Der höchste Pfad der Religion ist uneingeschränkte liebende Hingabe zu Sri Krishna. Solche Hingabe befreit den Menschen von allen Sünden, erhebt ihn zu vollständiger Erleuchtung und ermöglicht es ihm, in Krishnas ewiges Reich zurückzukehren. Ja, super. Dann gibt es noch einen Anhang. Der Autor: Quellennachweis, Glossar, Anleitung zur Aussprache des Sanskrit,
Verzeichnis der Sanskrit-Verse und ein Stichwortverzeichnis.